Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zurück zu Divinity Original Sin. Mit dabei ist Sam Samuel. Hallo. Und in der letzten Folge haben wir diesen Eistodesfalle hinter uns gelassen, beziehungsweise beendet. Wir haben da noch ein bisschen rumgetrickst und dann noch zu so irgendeinem Grab gekommen, war aber auch nichts mehr da drin und so weiter und so fort. Blödsinn, bla bla bla. Und jetzt sind wir wieder am Ende der Zeit und reden mit Ikawa Targaryen, die erste ihres Namens. Mit der weißhaarigen Hexe hier. Hat ja viel zu sagen. Hat die irgendwas Sinnvolles zu sagen? Fangen wir von vorne an. Was genau hat eure Schwester mit den schrecklichen Vorfällen in Rivendell zu tun? Passiert. Aha. Their meekness wouldn't save them from the source hunters. Dann ist es also wahr, ihr seid eine Quellmagierin. Oh, gleich töten. Source isn't only blood and madness. It's like lightning. And we sorcerers are like metal steeples. Source is drawn to us and it flows. But what so many fail to understand is that source can be controlled. The power drunk through history have abused it, and all the world. Tell me, Source Hunter, in all your hours studying the arcane arts, did your great masters ever suggest that perhaps not all. Did you ever hear, even once, that some of us were weak and gentle? That we could be simple forest folk healing the sick and frozen each winter? Ach, das ist ja absurd. Als würde sie jetzt behaupten, Schwarze können was anderes außer plündern und Verbrechen machen oder so. Keine Ahnung. Naja, recht hat sie ja schon. Aber wir wissen ja auch nicht, wie es auf der Schule war. Ja. Ihr wollt uns Quelljäger für Landras Taten verunglücklich machen. Ich muss wieder niesen. Danke. Meint ihr etwa, dass jemand von unserem eigenen Orden eure Eltern umgebracht hat? Völlig undenkbar. Ach, das wird wahrscheinlich noch hier Stunden so weitergehen. Ja, ich klicke einfach durch, damit wir die Quests kriegen. Oh Gott, die labert echt. Innere Triebe. Ja. Jetzt hat man schon die Seelenverbindung. Ich. Oh, das Buch der Lernmarke. She intends to summon Astarte and the Void Dragon and overwhelm the goddess with an unstoppable army. With Astarte gone, there will be nothing to stop the Void from consuming. Our mission is greater than us, greater than Leandra, Source Hunter. It is a quest to save all of it. Her plan must not succeed. Sister, sister, what have you done? Sprechen wir über den Tempel der Makellosen. Ich glaube, da müssen wir auch noch hin. With that vial of her blood and the fail-safe spell you rescued from the mines, you can craft a piece of magic powerful enough to render her army vulnerable. Ja, und weiter? Wie stelle ich das her? Ist es, die fängt gerade an und einfach und macht nichts zu Ende. God's Death Knights, this is dreadful news. Worse than I could have expected. Death Knights are a terrible sign, Source Hunter. Historically, they indicate their maker's intention to wage total war. Death Knight, fortunately, you're two steps ahead of my sister. With that, I cannot condone the terrible things she's done. So, das hatten wir ja schon mal die Verbindung. Ich bin ja mal weg. Oh, hat sie noch was zu sagen? Von vorne anfangen? Warum kommt als nächstes? Ah ja, was kommt als nächstes? Source Hunter, you've learned so much already. That spell you found. If it's to be believed, Leandra has created Death Knights. Only that spell, combined with her blood, will make them vulnerable to attack. Okay, ich glaube, mehr hat sie nicht zu sagen. Okay, aber unser Tagebuch hat doch einmal aufgeflackert, keine Ahnung. Die Reise eines Quelljägers. Mit dem Zauber, den wir in den Minen gefunden haben, melden wir uns bei Ikara. Sie wird uns sagen, wo wir als nächstes suchen müssen, wenn wir die anderen besiegen wollen. Ja.
Was ist denn jetzt so? Achso, ich hab das Fläschchen, pass auf, siehst du? Hä? Also, du hast ja bei mir gerade genommen, bei mir kam gerade die Meldung. Eben. Das ist voll lustig, oder? Hab Fläschchen mit Lianas Blut. Okay. Hast du sie jetzt angesprochen, oder was? Ja, und jetzt so das. Okay. Klick mich jetzt auch mal durch. Aha. Did you ever hear even one? No. No, they came. Blablabla. Es ist so toll geschrieben, eigentlich diese Texte sind. Es ist einfach zu viel. Du bist ja mal irgendwie in der Zeit dazu. As you know, but it was me. Her heart broke my connection to her. Du sitzt echt hier wahrscheinlich 300 Stunden dran, einfach nur um die Texte anzuhören. Moment, was hat sie wieder sehen? Habe ich noch was letztes gesagt? Keine Ahnung. Du hast hier rechts so ein Textlogo, nicht? Warte, Jos. Quellenjäger. Wir wissen trotzdem nicht, wo wir hin müssen. Das ist das Problem. Wenn ich die Seelenverbindung wieder herstellen könnte, so würde ich es schon besinnen. So würde sie sich schon besinnen und diesen Wahnsinn ein Ende bereiten. Dessen bin ich mir sicher. Ah ja. Okay, wo könnten wir denn potenziell hinreisen? Ich weiß nicht, am besten irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Das kann man jetzt hier gar nicht sehen, oder? Wir sind im Geisterwald, oder? Ich mach jetzt einfach mal das. Was hab ich jetzt? Was? Da der Geisterwald? Ja, ich lade jetzt einfach mal hier jetzt. Achso, ich hab gerade irgendwo raufgeklickt und dann liegt plötzlich Geisterwald. Oh, Mist. Hier wollte ich ausreden nicht rein. Also dieses Magier-Ding. So, jetzt gucken wir mal, wo wir auf der, was auf der, wie die Map aussieht. Ja. Klein. Achso. Muss mir mal folgen zur Not. Wo bist du denn? Ich bin zum Wasserfall. Achso, du bist hier schon wieder ins Portal. Ja. Wasserfall, im Geisterwald, Wasserfall. Okay. Da ist auch riesige Golden Fleck, Quellen, Tempel, Eingang. Genau, da müssen wir versuchen hinzukommen. Okay, wie kommen wir da hin? Hier ist so eine Gift-Dings da kommen wir hier nicht durch, hier oben. Oder hat sich da jetzt irgendwas getan? Oh. Nee, da ist auch noch alles vergiftet. Also sie müssen eigentlich hier irgendwo über den Wasser, das Wasser. Hier ist diese Brücke, da waren wir ja schon mal. Das heißt, ich speichere jetzt einmal und versuche da einmal durchzukommen jetzt nochmal. Und, ja, das bringt nichts, du kommst nicht durch. Ich will es versuchen. Hey, du hast mit Aru geredet? Hö, das ist ja Aru. Wo ist Aru? Der redet plötzlich mit mir. Kommt der näher? Oh, was sagt er? Ich komme zurück. Quellenjäger, ihr steht an der Schwelle zum gefürchteten Geisterwald. Und bevor ihr da hineingeht, muss ich euch etwas erzählen. Etwas über mich und Cassandra. Na dann, das liegt auf dem Herzen. Okay. I will tell you all. And all her tale is not a happy one. She was kept like a prisoner in her brother Brachus's castle. Locked, she was kind to me. Fed me well and petted me to my heart's content. But her loneliness drove. We talked the days away, content to know one another. But once more, her loneliness drove her. Don't worry, she assured me. You can be your own self still. But here with me, a man you must. I loved her truly. Loved her deeply. But then her brother took. They dragged me to the Mad King. So enraged was he to discover she had loved another that he feasted all his wrath upon me. So when the Source Hunters came, I wasn't simply liberated like I told you. No. I searched for Cassandra and that so is the very reason I'm divulging all this. To warn you that she is here. Yes, it is true. Cassandra is the phantom that gives. Wie konntet ihr so etwas nur tun, Aro? Ein Monster zu helfen ist das gleiche wie Teil eines Monsters zu sein. Das ist aber ziemlich hart jetzt. Its instinct is perfect. Humanity. Oh, how I hope. Be that as it may.
Stand warned that she possessed. I haven't laid eyes on Cassandra in many ages, Hunter. And. Ah ja. Können wir jetzt da durch? Oh, wir reden mit. What a tale that was. A cat turned human soon swept into all kinds of misery for all. Daran erkennt man, dass man keinem Tier das Gehirn eines Menschen geben sollte. Seht nur, was er durch seine Hilfe für Cassandra erreicht hat. Ein Wald voller Tod und Verderben. Look at what he caused by aiding Cassandra. A forest of death and depravity. Ja, er hat schlimmen Fehler, er hat einen schlimmen Fehler begangen, oder nicht? Er hat ein Licht freigesetzt und jetzt sind wir es, die sich der gespenstischen Musik dieser Lichtfrau stellen müssen. Bam, bam, bam. Oh, das kriegen wir materialistisch, okay. Hey, ich hab Leben verloren. Ja, jetzt speichere ich einmal. Achso, da hast du wahrscheinlich Konstitution verloren wegen einer anderen Charakterausprägung. Kannst du jetzt da durch? Du hast aber auch Leben verloren, oder? Maradino. Ach, das ist wieder so ein Anzeigepack. Maradino, der fliegende Schatz. Hier, wo ist denn jetzt diese blöde Brief? Oh, hier ist Leandras Zauber. Hat mir schon die ganze Zeit. Ja. Vielleicht mit Leandras Brief. Achso, weil ich es jetzt in deiner Tasche habe. Scheuer. Was willst du jetzt machen? Willst du jetzt da durchrennen, da wo Aru reingerannt ist? Ja. Yep. Der liegt ja bestimmt tot auf der anderen Seite jetzt. Möglich. Wieso speichert das Ding jetzt? Achso, dann warte ich mal ab, bis er gespeichert hat, bevor ich dazu glaube. Ab durch die Mitte. Ich kann dich schon einfrieren, dann kannst du nicht mehr sterben, weil du eingefroren bist. Bei Pokémon würde das funktionieren. Da gibt es nur eine Statusveränderung gleichzeitig. Und tot. Achso, ha! Ich habe ein Amulett, das mich beschützt. Hast du es gerade bekommen? Kann ich jetzt auch rein? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, weil ich das Amulett habe. Ich bin vergiftet. Ich kann dich ja irgendwo das ausstellen. Oder zumindest einen Teleporter finden. Das würde ja auch schon reichen. Ja, musst du jetzt alleine vorankommen. Okay, da oben sind Viecher. Also muss ich mal gucken, ob ich irgendwo, wenn ich jetzt mal hier ein bisschen rumzoome, einen Teleporter finde. Hier sind das zwei Gegner. Wie viele Leichen da überall sind. Hier sind laufen auch Viecher rum, mit denen man kämpfen muss. Ich zoome gerade rum mit der Kamera, ob ich irgendwo was finde mit einem Teleporter. Hier ist ein Tisch. Das wäre überaus praktisch. Ich glaube, ich gehe einfach mal den Weg nach unten lang zuerst. Weil ich hier nicht unnötig alleine Kämpfe machen muss. Du kannst nicht aus dem Gift rausgehen, mir das Amulett geben und dann renne ich rein? Das wäre wahrscheinlich, wie weit geht denn das Gift hier, sagen wir mal so. Warte mal, wenn du jetzt hier hochgehst oder so, dann müsstest du eigentlich außerhalb sein. Würde ich mal mutmaßen. Okay, gut. Gebe ich dir mal mein Amulett. Wo ist denn das überhaupt? Hast du es angelegt oder so? Oh. Geisterschutzamulett, ist es das? Oh, das war doof. Ja, genau. Ein Subgem. So, habe ich dir gegeben. Jetzt müsstest du schon durchlaufen können, musst du nicht ausrüsten. Mal gucken. Ja, ja, ja. Cool. Ja. Ja, und tot. Ich renne einfach direkt zu dir und gib's dann Heidi, damit sie durch kann. Und dann kann man mich uns hier unten schon um die ersten Gegner kümmern. Yeah. Endlich mal wieder kämpfen, ey. Meine Güte. Ja, stimmt. In der ganzen letzten Folge haben wir nicht gekämpft. Das ist unglaublich. Man muss es ja halt in dem Rollenspiel hier auswählen. Entweder man läuft oder man, entweder man redet oder man kämpft. Hier ist sogar ein toter Ork. Tote Soldaten. Die haben aber alle nichts. Hey, das ist eine Statue. Hier, lauf einfach mal runter hier. Ja, warte mal, ich will mal mit der Statue hier reden. Was seid ihr? Eine Art wandernder Kammerdiener? Dann ja, sagt euren Boss, also. Ein wandernder Kammerdiener. Cassandra. Wer seid ihr? Ambrosia. Mhm. Jetzt bin ich mal über Cassandra. Wir müssen Knochen finden von ihr, okay. Na ja, mal gucken. Na, willst du vorausgehen? Ich wollte sie nur reden.
Okay. Nö, wollen sie nicht. Arschlöcher. Ja. Oh, Level 17 sind die so. Sind über uns, oder? Oder gleich mit uns? Gleich mit uns. Ist das Langvermisster Schwertkämpfer? Langvermisster Kartograf? Beltok der Abenteurer? Langvermisster Meisterschütze? Langvermisster. Alter, was ist das denn? Alter Schwede. Heute bin ich echt spät dran diesmal. Ja, ich finde schade, dass mein Zauber hier so kackteuer ist. Den hätte ich jetzt echt überhaupt machen können. Ey. Kannst du dein Skelett als Tank beschwören, falls. Oder deine Spinne? Richtig, kostet ja auch so viel. Die Spinne auch? Nee, die Spinne kann ich machen. Ja, dann haben wir wenigstens einen Tank erstmal. Vielleicht fängt die ganzen Pfeile ab. Wo ist Heidi eigentlich? Ach, der Heidi ist da. Tja, dann bleiben wir mal stehen. Au! What the fuck? Okay, die Spinne ist ihr vollkommen egal. Ja. Ha, den Mund gegen Kift. Aber leider nicht gegen Schläge. Ja. Wie spät ich dran bin, ey. Das ist echt ätzend. Ja, das kenne ich. Das Problem habe ich fast immer. Nice. Haben wir ordentlich eingesteckt, also. Ja. Schaffen könnten wir das auf alle Fälle. Ja, ja, könnten wir auch. Nur, dass erstmal noch fünf dran sind, bevor ich dran bin. Das nervt mich irgendwie. Sonst hätte ich einen Kettenblitz machen können als Start. Hä? Das ist ein bisschen ärgerlich. Naja, immerhin. Oh, ein Magier. Oh, verstärkt. Ich hoffe, der heilt nicht. Zu früh gefreut. Ja, wir heilen nur einen, nicht alle. Und noch ein Blitz. Geblendet, oder nicht? Doch nicht? Nee, nicht geblendet. Geht wahrscheinlich nicht bei der Spinne. Ja, geht bestimmt. Oh, die Spinne wehrt immerhin einiges ab hier. Ja. Okay. Das ist die Spider, die Flame Spider. Das ist Spider Flame. Ich frage mich, ob ich jetzt noch jemanden treffen kann, wenn der Rauch ist. Autsch. Ich blute. Das kommt einmal im Monat vor, so ist das. Der war fies. Oh, gleich bist du dran. Wow, da kann ich einen Angriff machen und dann war's das. Yay. Wieso das denn? Naja, wir ketten das vor, immer eine Menge. Das stimmt. Oh, geheilt. Natürlich. Weil es ein Langvermisster Schwertkämpfer, der da kann heilen, ey, das ist unfair. Erkrankt. Meine Spinne ist erkrankt. Ey, die hat sich dadurch geheilt, oder was? Hat die sich geheilt, relativ, oder? Relativ, sie hat jetzt weniger Maximalpunkte. Oh, ja, das ist auch egal. So. Für mich sieht es aus, als hätte sie sich geheilt, also. Na, triffst du jemanden? Nö. Hä? Das hat ihn rot markiert. Geil. Das war sehr effektiv. Das war totaler Schwachsinn vom Spiel gerade. Warum markiert es ihn rot, wenn ich ihn nicht treffe? Das hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Oh, so ein Blödsinn, ey. Hm. Das sind alles Untote hier, oder? Mach am besten eine Eismauer, dann hast du erst eine Ruhe-Runde. Aber wohin? Wohin soll ich eine Eismauer machen? Zwischen die zwei Feuerlagen? Wenn es gut läuft, dann bleibt es stehen, tatsächlich. Glaubst du erst mal, dass es geht? Die erstmal kann man dann nirgendwo, wo es eng ist, benutzen. Ah, versuch. Das ist faktisch nicht möglich. Ich kann es so machen hier. So, besser wie nichts. Ja. Das ist jetzt kann Heidi zwar, glaube ich, nicht mehr. Oh, doch, Heidi können noch was treffen, glaube ich. Kannst du ja heilen ansonsten. Das ist ja auch so. Dann übergibt es ein bisschen. So viel AP habe ich gar nicht. Ja. Oh, der rennt zu dir. Und macht nichts weiter. Nee, er rennt zu mir. Nee, er macht gar nichts. Nice. Einer ist schon mal tot. Aber der wird wahrscheinlich bestimmt wiederbelebt oder so. Ja, nee. Irgendwann haben sie mal eine Schriftrollen benutzt bei Zaubern. Ach, dafür reicht's ja nicht. Jetzt ist Heidi, ist jetzt die Spider dran. Oh
Oh, kritisch. Ach, nö, reicht nicht. So wenig noch übrig, das ist echt traurig. Ja, leider kostet der Angriff 4 AP und ich habe nur noch 2. Ach, ich chippte durchs Feuer. Ja, würde ich hoffen. Du kriegst was ab. 33 Schaden, hast du einen Witz. Ja, du müsstest, solltest eigentlich öfters Schaden kriegen, ey. Wie weit rennt denn der? Und ja, er ist tot, sehr gut. Durchs Feuer verreckt. Und das, obwohl die Spinne auch noch erkrankt ist. Oh, du bist dran. So, nicht, du bist nicht mal der Letzte. So. Sehr gut. Ja, ich könnte ja auch. Schnell wie der sagenhafte Fuchs. Genau. Jimmy, ich könnte eigentlich sogar mein Zauber mal machen, um uns allen hier mehr Leben zu geben. Könntest du mal, ja. Aber das nützt uns nichts, weil die maximale Lebensleistung ist dann höher, aber... Nee, du kriegst auch mehr Leben. Weiß nicht. Ich probier's aus. Ich dachte, das stimmt. Du bist natürlich zu weit weg. Dann achte auf dein eigenes Leben. Dann heile ich mich jetzt selber. Oh ja, extra starken Angriff. Nice. Ja. Ich heile mich selber noch für Verblutung. Und die Spinne, ist da oben noch jemand? Doch, da ist noch jemand. Zwei. Kritischer nice. Treffer. Und kein nice. Kritischer Treffer. Ach, die Spinne, ich hat's wieder mal echt gebracht. Ja. Als Tank ist sie jetzt super, weil die echt viel einstecken kann. Ja. Und jetzt ist sie aber tot. Ja, gut. Die Explosionen sind noch ein bisschen böse. Irgendwann muss das ja soweit sein. Ja. Und wie machst du jetzt so? Die beiden vor uns sind ja eingefroren erstmal. Und der ist verzaubert. Ja, du hast eben vermissten Schwertkämpfer. Warum ist dieser Baltok, der Abenteurer, ein Kürbiskopf? Keine Ahnung. Mit seinen Abenteuern hat er wahrscheinlich den Kürbiskopf. Wahrscheinlich. Siehst du hast jetzt 3200 Leben. Ja, stimmt. Jetzt hast du 4200 Leben. Die leicht krank. Ja, so ein bisschen. 4000 Leben, ey. Nice. Wow. Was hat der jetzt gemacht? Keine Ahnung. Kommt jetzt noch was? Nö. Haut der eben auf die Fresse? Immun gegen erkrankt. Ja, immerhin haben wir uns das erkrankt. Ey, der neue Lustsklave bringt ja gar nichts. Und der Kürbiskopf ist aufgetaut und gleich tot. Ja. Ich hab. Wollen wir einen Kürbiskuchen machen? Da liegt bestimmt irgendwo noch die Kürbisreste rum. So. Zugestochen wie eine Wespe. Yes. Ich glaube, Heidi trifft gar keinen mehr. Oder? Doch, die da oben. Ah, verfehlt. Skandal. Ja, Leistung. Jetzt kommt das Duell der 2. Super. Dass sie die ganze Zeit nur versuchen, sich zu erkranken. Er verpisst sich sogar, so.
Oh, oh, schön. Unser Rasch schlägt zu. Aha, aber jetzt sind sie zu weit weg, glaube ich. Ja, ja gut, du könntest sie vielleicht treffen. Ich sitze auf Kollateralschaden. Ich sehe, dass Heidi ziemlich Probleme hat. Jawohl. Ja gut, die andere ist ja ist auch gleich tot. Tschüss. Das war jetzt das Lied von Eis und Feuer. was? Oh, Mann. Ich glaube, hier sind Fallen. Ich weiß nicht, was du meinst. Better to detonate that mine safely than trip over it myself. Better to detonate that mine safely than trip over it myself. Oh, noch eine Leiche. Und sie hat einen Zahn, weiß ich. Nicht viel übrig geblieben von den Menschen. Wo müssen Leute sein? Da oben. Ein Greal. Ich speichere mal. Man weiß ja nie. Außerdem hat der Kampf eine Weile gedauert. Ja, ich würde auch sagen, jetzt beenden wir die Folge. Ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Cheerio. Ciao, ciao.